chillig. So, schreibt mal in die Comments, ob ihr mich hört. Ich kann das ja jetzt gerade nicht checken. Wer. Okay, top. Nice. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Ja, wie gesagt, hab mein Headset jetzt wieder am Start. Ich hatte mein Headset in England nicht mit. Und dementsprechend, ja, habe ich dann, das war halt scheiße, wenn ich das mit Laptop einfach nur gemacht habe. Ich wette, ich weiß nicht, ob die Quali jetzt gut ist von, also die Videoquali müsste eigentlich nice sein, habe ich eingestellt 720p, so dass man das auch noch einigermaßen flüssig sehen kann und 60 FPS, glaube ich. Wie gesagt, ich habe mal hier in England, in Deutschland mein gutes Internet am Start. Im Gegensatz zu England und ja, ich hoffe mal, das funktioniert einigermaßen. Wenn irgendwas ist, ich versuche zwischendrin auf mein Handy zu gucken, dann, okay, gute Quali, nice, dann werde ich da irgendwie versuchen, auch Fragen zu beantworten oder so. Ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie einstellen, dass ich mein, muss ja eigentlich in den Energiespareinstellungen, dass sich mein Handy nicht von alleine in Standby stellt. Automatische Sperre, nie. So, gut. Dann wollen wir einfach mal anfangen. Ich habe es jetzt die letzten Tage, seitdem ich in Deutschland bin, Mirror's Edge nicht viel gespielt. Aber in England recht viel in den letzten Wochen. Da hatte ich dann keine Lust mehr auf PS4. Einfach mal anfangen, mal sehen, wie schnell der Run so ist. Ob ich das Spiel überhaupt noch kann. Na, sie ist auf PS3 gespielt, aber als ich hier war kurz mal, hat mich der Schlag getroffen. Also dachte ich mir, what the fuck? Ich habe jetzt auch, ja, bin dabei, sage ich jetzt mal, ist zumindest für die nächsten Tage geplant, ja, mich so ein bisschen auseinanderzusetzen, wie ich PS4 vernünftig streamen kann, nicht nur über PS4 selbst, das geht die ganze Zeit, wow. Fuck. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr kickglitchen. Dass ich PS4 halt wirklich über Capture-Tool streamen kann, inklusive, was weiß ich, wo dann alles aufploppt mit Trophies und so. Weil ich will dann nämlich, ich habe vor, auf meinem, ich mache gerade zig Road-to-Platin-Geschichten. Ich weiß, ihr wollt lieber Multiplayer sehen. Ich werde auch nach wie vor Multiplayer-Sachen nachkommentieren. Bin ich jetzt die letzte Woche noch nicht so zu gekommen. Aber ist auf jeden Fall fest geplant. Und, ja, ich will auf jeden Fall, also MW3 Road-to-Platin bin ich schon nochmal aufnehmen. Habe ich schon einige Folgen vorproduziert und ich möchte gerne einen. Nein! Ach fuck, der Winkel. Modern Warfare Remastered Road to Platin Stream machen. Hier, weil ich habe es ja schon mal in 4,5 Stunden Echtzeit geschafft. Und wenn ich das relativ fix hinkriege, dann kann man das ja wohl, wenn ich, was weiß ich, an einem Abend um 6 Uhr anfange zu streamen, kann man das ja wohl durchziehen. Vielleicht morgen Abend, wenn ich bis dahin, also Modern Warfare Remastered hatte ich nur geshared. Wenn ich den Account bis dahin bekomme oder so, werde ich das vielleicht, und logischerweise streamen hinbekomme. Ich meine, das ist mit OBS jetzt hier gerade PC streame ich mit Shadowplay von Nvidia. Deswegen, da muss ich mich mit OBS erstmal auseinandersetzen. So, bitte lass es jetzt klappen. So, geht doch. So. Nice. Fuck, fail. Speicher passt voll, zeigt er mit so einem Handy an. Ich kann den Chat gerade nicht sehen, fuck. Ich bin an sich halt auch voll der PC-Noob. Deswegen, ich wette, wenn ich mit den PC-Steuerungen, mit der PC-Steuerung besser wäre, könnte ich auch noch einen besseren Run rausholen. Deswegen schreibt doch mal, ob der Stream irgendwie laggt oder so. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, wie das ist mit CPU-Auslastung und so, ob der da am Laggen ist.
Oh, ich könnte, das könnte. Das war, glaube ich, ein ganz guter Prolog. Derzeit nur 7 Zuschauer. Ja, gut, okay. Leckt nicht, nice. Top. Weil da hatte ich ja immer so Probleme. Ich meine, PS4 war okay, die Quali war auch ganz okay, obwohl man da jetzt nicht so eine krasse Bitrate einstellen konnte wie in OBS. Wow, das war knapp. Oh, jetzt kommt wieder so eine Hassstelle. Ah, okay. Das Timing ist dann nämlich ziemlich knapp. Top. Wow, das war gut. Weil, wie gesagt, OBS, da ist immer alles durchgedreht. Da hatte ich 100% CPU-Auslastung. Und ja, nice, wenn das jetzt nicht so ist. So, jetzt wird es ein bisschen blöder. Hoffentlich. Na, hat geklappt, First Try. Okay, gut. Fuck, das war dumm. Warum auch immer ich denn das nicht hinbekommen habe. Also wie gesagt, ihr braucht hier nichts Weltrekordmäßiges vermuten oder erwarten. Dafür bin ich nicht gut genug in dem Spiel. Ich meine, ich habe das Spiel auf PC 3 Wochen oder so gespielt. Gut, auf Konsole ein bisschen länger. Fuck. Aber also ich meine, ich bin gut im Casual Speedrun von dem Spiel, sag ich jetzt mal. Für Trophies und so, das kann ich relativ gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber so professionell Speedrun ist noch nicht so. Wow, das war knapp. Na, noch ein Kickglitch. Okay, hat auch geklappt, nice. Weiß nicht, soll ich den hier einmal probieren? Aber den meisten schaffe ich den nicht. Fuck, nein. Den kann ich irgendwie noch nicht. Das ist scheiße. Das kostet. Ah! Okay, nice, haben wir den Checkpoint hier sogar getriggert, also hat nicht mal wirklich viel Zeit gekostet. Ob ich auch noch COD zocke, jetzt im Stream? Wahrscheinlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, ich kann, im Moment noch nicht vernünftig Konsole streamen. Also ich würde ja gerne PS3 und sowas immer perfekt streamen können. Kann ich aber noch nicht. Und ja gut, PS4 CODs könnte ich halt direkt von der PS4 streamen, aber was soll ich da streamen? Höchstens Modern Warfare Remastered, das wäre nur peinlich. Weil ich bin in Modern Warfare Remastered übelst scheiße. Nein, auch Mann. Habe keine Ahnung, wie man Streams wieder fortsetzt. Also der läuft jetzt auf jeden Fall wieder neu. Ich hoffe mal, es kommen jetzt einige. Ja. Immer, ich, wie gesagt, ich kenne mich hier mit Shadowplay null aus. Ich würde ja an sich gerne den Stream einfach laufen lassen, weil an sich kackt ja hier nichts ab. Also es kackt ja nur das Game ab. Also mein Game, die Anwendung scheißt irgendwie ab. Ich kapiere nicht warum. Ich kann irgendwie keinen kompletten Playthrough machen, ohne dass es abkackt. Und ja, das ist halt scheiße.
Also wieder das gleiche. Dreihundertsechzig P? What the fuck? Ah, das war gut. Ich hab eigentlich, ich dachte, der hätte das alles übernommen. Ich dachte, ich hätte, Dingens eingestellt. 720. Und 2 Mbit und 60 FPS und so. Der Run ist nämlich bisher eigentlich ziemlich gut. What the fuck? Dann halt so. Als ob, ey! Zeigt ihm immer noch Zuschauer an. Richtiger Bug. Dann jetzt die Fortsetzung vom Stream. So, wo kann ich den Timer wieder fortlaufen lassen? Hier, ne? Bitte, 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 bitte. Fuck. Na, egal. So. Nein. Was mache ich? Ich kann's nicht. Was ist denn hier los? Okay.
Weiß nicht, wie gut man meine Stimme jetzt hier hört. Fuck, 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 das war dumm. Das hat Zeit gekostet. Egal, für solche Sachen ist immer ein bisschen Zeit. Kann man immer noch rausholen, wunderbar. Fuck, hör auf mich abzuschießen, du Penner. Okay. Fuck, unnötig. Oh, das war gut. Wow, First Try hier durch. Meine Güte, auf Record Run. Also ich würde mich ja freuen. Aber noch... ich würde mich freuen. Fuck, okay. Ja. Langsame Animation und so, das muss jetzt gut klappen. Ah, gut, Glück gehabt. Hier erstmal den Checkpoint holen. Nein, ach komm. Okay, gut, wenigstens früh gestorben. Chillig. Ach, hu. Okay, sollte immer noch Zeit gespart haben. Top. Wow, also bisher toi 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 auf einem guten Weg. Kapitel Prolog, Gold Split, Chapter 1, 30 Sekunden besser als im PB. Und Chapter 2 kann ich jetzt, ich kann es halt nicht sehen, wenn ich in-game bin. Wenn ich das Game Fullscreen spiele und... kann ich sonst erst sehen, wenn ich wieder aus dem Game raus bin. Kann ja einmal den Elevator Clip probieren. Naja, hat nicht geklappt. Ich kann's nicht. Elevator Clips und so müsste ich lernen. Gut. Jackknife Chase. Wenn ich da den Kicklitz schaffe, dann könnte ich auch massig Zeit rausholen. Fuck, jetzt bleib ich auch mal in der Tür hängen. Okay, das war gut. Top. Wie er sich portet. Fuck, ja, das war dumm. Wow. Fuck. Fuck, 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 fuck. Wir wollen ja nicht verlieren. Safe. Bullshit, ey. So komische Scheiße verkacke ich dann, warum auch immer. Na, dann kann ich nicht abspringen. Chase lief schon mal besser. Vielleicht klappt das jetzt alles wenigstens. So, das war das erste. Ja! Nice! Ich glaube, das habe ich noch nie alles so perfekt in einem Run durchgeschafft. Also in echt war das jetzt langsamer mit Ladezeit, aber in In-Game-Time war es schneller. Ja gut, das brauche ich nicht probieren, den habe ich noch nie geschafft.
Auch nicht irgendwie im 1.000.000. Versuch. Das ist eigentlich voll die Schande, weil eigentlich müsste ich den üben, bevor ich hier auf große PBs gehe und sowas, weil der Jackknife-Kick-Glitch am Ende, der spart 40 Sekunden oder so, so 30. Also, ist heftig, was der rausholt. Wow, ist mir nicht gesprungen. Und hier bleibe ich dann hängen. Schön, schön doof, was ich hier gerade alles mache. What the fuck? Gottes Willen. Das war, ja, so kann ich dann sogar 40 Sekunden rausholen. Ja, und dann springe ich auch noch da vorbei. Nice. Alles von der Verfolgung wieder verloren. Oh, geht schon wieder weiter. Die Ladezeiten. Ich habe vergessen, wir sind ja am PC und nicht auf PS3. Soll ich's machen mit Reaction Time? Ich weiß es nicht. Ja, verkackt. Wow, wenigstens bin ich nicht gestorben. Das hätte nochmal viel mehr Zeit gekostet. Trotzdem lahmer, als wenn ich es direkt so probiert hätte. Aber wenn der Restteil wenigstens vernünftig läuft, dann ist es nicht so tragisch, dass ich da jetzt 10, 15 Sekunden verloren habe oder sowas. Nein, nein, Fall, nein! Egal, da war ein Checkpoint, aber... Fuck, das ist immer das Dümmste, wenn man da wirklich dann volle Möhre runterfliegt. Oh, warum mach ich dann Wall Boost? So. Den Kick-Glitch habe ich da eigentlich auch schon mal geschafft, aber ja, nicht konstant. So, lass das jetzt wenigstens konstant klappen. Nein, das ist die Nervosität. Fick dich. Hey, was mache ich? Ich krieg's nicht hin. Ach. Lächerlich. So, geht doch. Hebt die Scheiße doch auf, ey. Das war eigentlich so nicht geplant. Das so auch nicht. Oh fuck, ey. Weil ich hier so Zeit bei so unnötiger Scheiße. Es ist auch so hell. Boah. Gottes Willen. Gut, wenn der Rest halt irgendwie gut klappt, kann das immer noch was Vernünftiges werden. Und es ist kommentiert. Das ist der Vorteil zum meinem bisher recordeten PB. Glaube ich, die sichere Variante. Also ich kann hier auch zwei Wege, aber den einen ist sau inkonstant. Na, wenigstens habe ich die jetzt ohne Zeitverlust hinbekommen. Achtung, kommt voraus, ich glaube, das ist zu kämpfen.
Fuck, das war dumm. Okay, soweit so gut bisher. Daumen drücken, dass das jetzt vernünftig klappt. Bitte. Ich habe es lange nicht gemacht. Nein. Fuck! Ich will nicht Warboost, mein scheiß Scrollrad, ey. So, geht doch. Naja. Please. Wow, das war knapp. Fuck. Okay, und? Oh, nein, 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 nein. Klettern, What the fuck? Weh, der Hubschrauber schießt mich ab und killt mich. Gut, beim nächsten kann ich ordentlich Zeit rausholen, da habe ich einen Chapter 4 Skip. Habe ich beim letzten Mal verkackt. Na, es war nicht verkehrt. Gut, nicht viel Zeit verloren hier. Das müsste gut sein. Jo. Ich mache jetzt hier die Warboost. Man kann auch einen Warboost an der blauen Wand machen. Aber das kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. Irgendwann mache ich einen, ja, 180 Spin und dann würde mich der Zug überfahren. What the fuck? Geht doch so. Na, das war nicht so gut, ja. Das müssten wir... Das war nicht schlecht. Wer kommt jetzt random in den Zug? Sieht bisher alles ziemlich gut aus. Gleich kommt noch eine Stelle, freeze ganz gerne. Wehe, bitte lass es nicht freezen. What the? Das war richtig schön scheiße. What? Was hat mich da angehittet? Kletter die Scheiße hoch. Das hat wieder Zeit gekostet. Wow. Na, es ging auch nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Okay. Es hat geklappt. Fick dich doch, ey. Du Scheißding.
Egal. We're good. Oh, so irgendwie knapp. Hatte ich so ein Gefühl. Ups, bisschen zu spät gesprungen. Ja, ist auch leicht, also. Ups. Wow, nicht runterfallen. Kann man eigentlich kaum sterben von den Dingern. Ups. Oh, jetzt bin ich schon rot. Sollte ich aufpassen. Naja, ist ja schon vorbei. So. Chapter 5. Ja, auf Konsole, auf PS3 hat er irgendwie, wo ich den ein paar Mal probiert habe, hat er nicht geklappt, der Shortcut hier, also mit dem Death Abuse. Ich weiß nicht, ob der auf PS3 irgendwie nicht funktioniert. Oder die Checkpoints irgendwie anders sind, aber. Auf jeden Fall funktioniert er nicht. Ah, das war nicht so schlau. Ah, fuck. Mann. Ich dachte, Double War Boost oder sowas. Hier müssen wir jetzt ein bisschen langsamer laufen, damit wir genug Ladezeit haben, um den scheiß Aufzug zu triggern. Manchmal sonst ist der nicht geladen und dann ist da so ein leerer schwarzer Raum. Nicht so cool. Jetzt ist er auf jeden Fall da. Kicklitch da oben, Antenna-Kicklitch werde ich nicht machen. Kann ich nicht gut genug. Pack. Okay, schade. Wow. Warum auch immer. Willst du mich verarschen, du Scheißspiel? Geht doch so. Wow, fast. Verkackt. Mal sehen, ob das jetzt wenigstens klappt. Bitte. Warum auch immer ich das immer verkacke, den Kicklitch hier. Okay. Könnte eventuell immer noch schneller sein als der ohne Kicklitch Weg. Hm. Elevator Climb Up klappt locker eh nicht. Ah, doch, eventuell. Okay, na, halbwegs. War wahrscheinlich nicht schneller als normales Hochklettern, aber okay, das hat nicht geklappt. Immer noch schneller als der Death Abuse, glaube ich. Hm. Nein! Was? Und vor dem habe ich immer Schiss. Und ich habe den noch nie in meinem Leben verkackt. Und der ist so scheiße, wenn man den verkackt, wenn man dann einfach die fucking Rohre wieder hochklettern muss. Ich glaub's nicht. Und das ist einer der billigsten Kicklitches überhaupt. Oh nee! Ja, das ist nicht schwer. Man muss den noch nicht mal vom Winkel besonders gut machen. Okay, das war saubitter. Ich hoffe, ich habe null Plan, ob wir noch in der Zeit sind oder.
Vielleicht haben wir Glück und die stehen... Nein, die stehen scheiße. Und ich habe keinen Bock zu riskieren, irgendwie getötet zu werden. Vielleicht klappt da gleich der Wallboost. Wäre nice. Ja, nice, der hat geklappt. Das war dumm und unnötig eben. Fuck, irgendwie kann ich an diesen runden Dingern die Wallboosts nicht. So, jetzt ganz schnell drehen. Perfekt. Ja, ich müsste hier auch sowas wie Beamer mal lernen. Auch irgendwie 40 Sekunden oder so. Gleich Glück haben, dass Chapter 6 Skip ohne Probleme funktioniert. Das war gut, das war schneller Climb. Das war auch gut, nice. Mal sehen, ob das klappt. Nein. Wow, fast. Ja. Okay, alles wieder zunichte, weil ich hier irgendwie dumm rum experimentiere, was irgendwie richtig am Arsch war. Fuck, ey. Unnötig wieder 10 Sekunden oder so. Dumm. Dreht sich das Ding schon langsamer? Ja, okay. Mal sehen, ob der Wall Climb. What the fuck? Warum krieg ich das nicht hin? Ich bin zu dumm, oder was? Okay. Jetzt wahrscheinlich langsamer als die normale Route. Aber nein, geschafft. Unbefriedigend. Ah, Chapter 6. Unnötige Animation. Fuck, das war nicht nötig. Fuck, what the fuck? Ticken zu weit gesprungen. Deswegen haben wir hier den Checkpoint getriggert. Ja, und jetzt habe ich zu früh, dass ich auf der Scheiße slide. Mein Gott, das klappt normalerweise immer. Bin echt nicht eingespielt. Ja, geht doch, so. So, jetzt kommt an sich theoretisch der schwierigere Part, aber den kriege ich irgendwie immer halbwegs hin.
Meistens, ich will es jetzt nicht beschreien. Ja, gut. Es hat halbwegs geklappt. Ich konnte mich gerade irgendwie komischerweise nur nicht bewegen. Naja, egal. Bin auf jeden Fall drin. So. Abgesehen von den zwei Toten am Zaun war das relativ solide. Den Knopf da fürs Try gedrückt. Mal sehen, wie die Flucht jetzt läuft. Hier gibt es auch Elevator Clip und so, aber naja, kann ich nicht. Ich müsste Elevator Clips lernen, schwierige Kick Glitches, Kick Glitch Chains und keine Ahnung. Oh fuck, geht ja schon wieder weiter. What? Was ist das denn? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Kann ich nicht springen? Okay, jetzt kann ich es wieder. Komisch. Was war das denn für ein Scheißbug? Das kostet natürlich auch unnötig Zeit. Oder ist es dieser Elevator Glitch? Den hatte ich nämlich noch nie. Wenn den zu heftig slidet, ups, das war unnötig, dann kann man danach, ich dachte aber eigentlich, dann kann man sich gar nicht mehr bewegen. Und nicht nur nicht springen. Habe jetzt hier keinen Kick-Glitch gemacht. Ich wollte es jetzt hier nicht irgendwie noch versauen. Ja, Kick-Glitches machen wir nämlich jetzt noch genug. Soweit, so gut. Okay. Nicht geklappt. Nice. First try mit der Chain. Läuft. Jetzt nur noch den Zaun auch gut machen, aber da mache ich mir jetzt am wenigsten Sorgen, weil da kann ich verkacken, ohne dass ich irgendwie restarten muss oder so. Gut, wer verkackt da dann auch? So. Könnte Boot PB sein. Bin mir nicht sicher. Mal sehen, je nachdem wie schnell wir Celeste besiegen. Wollen wir mal sehen. Chapter 8. Nice. Nice. Also. Fuck. Warum hat das nicht geklappt? Das war schöne Scheiße. Na gut. Wenigstens das hat geklappt. Willst du mich verarschen?
Oh fuck. Das war Bullshit. Na gut, wenigstens das klappt. Bitte, bitte, bitte. Ja, das war knapp. Aber es hat geklappt. Denn das Problem ist, ich kann nicht kickglitchen mit Sidestep. Komischerweise. Ich kann nur kickglitch springen und nicht kickglitch sidesteppen, sidejumpen, wie auch immer. Jetzt kommt nochmal ein blöderer kickglitch. Die sind ein bisschen vom Zielen ein bisschen problematisch. Hack, okay. Ist nicht schlimm. Ja, das ist genau das, was ich meine. Okay, hat aber geklappt. Im zweiten Versuch. Also, ist noch im Rahmen. Also kein PB, aber war gut. War gut. Atrium. Haben wir da fehlerfrei durchkommen? Würde mich freuen. Vor allem, weil ich im Atrium eigentlich nur die Standardroute benutze. Das war nicht so doll. Es geht eigentlich auch ohne das Sprungbrett. Das war gut. Nice! Das war ein richtig gutes Atrium. In der, ich sag's mal, schnellen Casual-Variante. Ah, fuck. Ja, warum hier immer Frame-Drops sind, wahrscheinlich lädt er das... die Etage über mir da in dem Moment, aber... Da halbiert sich meine Framerate mal eben. What? Wo war meine Waffe hin? Na, ich höre nichts, deswegen weiß ich nicht, wann die kommen. Sollte von der Höhe passen. Ja. Ground Kick Glitch. Weiß gar nicht, ob das überhaupt da geht. So, wenn das jetzt auch noch First Try klappt, dann könnte das ein Chapter 8 PB sein. Kannst es nicht einschätzen? Nee. Nice. So, Kapitel 9. Für den Fall, dass es eben nicht gereicht hat. So.
Oh. Okay. Gut. Aber der Aufzug ist kurz, das vergesse ich hier immer. Dass die Ladezeiten hier nicht so krass sind. Ja, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Zwei, drei, vier, fünf. Dachte schon, gerade für eine Schrecksekunde, ich hätte den Aufzug von außen gestartet, dann wäre ich da drin gefangen gewesen. Naja, hat ja funktioniert. Wahrscheinlich hört ihr meinen Laptop auch ziemlich laut rauschen, aber keine Ahnung, man. Der wird halt relativ laut, wenn ich Mirror's Edge spiele. Aber also noch lauter wird natürlich, wenn ich Videos render oder sowas. Ich habe keinen Ingame-Sound, sonst wüsste ich genau, was das letzte Wort in dem Dialog hier ist. Dann, ja, wann dieses Emergency-Hedge-Ding da aufgeht. Ja, ich habe einfach mal durchgescrollt. What the fuck? Die Kletteranimation hatte ich noch nie hier am Aufzugsschacht. Das könnte ge geklappt haben. Na fuck, hätte ich mich nochmal abholen müssen, nicht Depp. Aber das war trotzdem relativ schneller Aufzugsschacht. Mal sehen, ob das jetzt auch gut klappt. Ja? Wenn jetzt Sniper-Skip auch noch klappt, dann Halleluja. Aber ich werde nicht selber Roomscript machen. Der ist irgendwie noch zu inkonstant bei mir und spart gut vielleicht 5 Sekunden oder so. Man verliert pro Versuch 15. Rechnet sich nicht. Sniper-Skip wäre ein Versuch wert. Schwierigste ist eigentlich, da auf der Mauer zu springen. Das habe ich die letzten Male eigentlich immer verkackt. What the fuck, du sollst springen? Ah, du Vollidiot. Nein. Nein. Okay. So weit, so gut. Das war zu weit rechts. Das war zu weit rechts. Könnt's noch einmal probieren? What the fuck? Nein. Nein, das war zu weit rechts. Ist ungefähr auf der Linie da. Ja. Oh, nice. Haben wir auf jeden Fall den Trick auch in dem Video eingebaut. Gut, hier ist Loading Time. Hier kann ich mir theoretisch sogar Zeit lassen. So, Finale. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich in der Zeit liege. Null Plan. Ich weiß gar nicht, was mein PB ist. Personal Best 47 irgendwas. Vielleicht haben wir jetzt irgendwas mit 46? Wäre cool. Wäre cool. Weil ich habe wirklich ziemlich solide Kapitel. Na gut, Kapitel 3 war blöd. Am Anfang. Kapitel 4 war super. Sonst fällt mir eigentlich gar nichts ein. Ja gut, hier jetzt kurz. Scheiße, Kapitel 7 und 8 waren gut. Kapitel 1 und 2 waren gut. Zumindestens Kapitel Dingens. 1 und Prolog. 2, ja, stellenweise. So, bitte, lass die mich jetzt nicht abknallen. What the fuck? Den Server da nicht. Habe ich den nicht getroffen? Hat den nicht getroffen. Na egal. Safe Strat.
Das war gut. Nein, ich bin echt gespannt wie sonst was. Deswegen also lasse ich jetzt hier nur laufen. Ja, okay. Das war's dann.